MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Yo Leute, was geht bei euch und willkommen mal wieder zum Star Wars Flash. Sklaverei ist nichts Unbekanntes im Star Wars Universum. Die Sith haben sie betrieben, sowie auch zum Beispiel die Hutten. Und da die Galaxis voll ist von den verschiedensten Spezies, gibt es da natürlich auch verschiedene Sklavenrassen bzw. Spezies, die man in Klassen unterteilte. Fangen wir mit der Klasse 4 an, welche die günstigste von allen darstellt und im Schnitt so circa 2000 Credits gekostet hat. By the way, wer Star Wars The Old Republic gezockt hat, weiß, wie wenig das eigentlich ist. In dieser Klasse mussten die Sklaven schuften oder als Gladiatoren die Privilegierten unterhalten. Hier herrschten so ziemlich immer unmenschliche Verhältnisse. Versteht ihr? Unmenschlich. Aha. Scheiße war der Scheiße. Flachwitze sind die besten. Wookies waren zum Beispiel dieser Klasse zuzuordnen, da sie halt besonders kräftig sind. Kommen wir zur Sklavenklasse 3, welche von Individuen besetzt wurde, die jetzt nicht so einzigartige Fähigkeiten am Start hatten. Sie waren oft zu Kellnerarbeiten, Haushaltsarbeiten oder zum Kochen gezwungen worden. Jene haben zwischen 2000 und 4000 Credits gekostet. Jetzt mit der Sklavenklasse 2 wird es schon ein ganzes Stück teurer, aber es wird nicht nur teurer, auch die Verhältnisse für diese jeweilige Sklavenklasse werden besser. Oft wurden diese Angehörigen der Sklavenklasse 2 besser behandelt, da sie einzigartige Fähigkeiten besaßen, wie zum Beispiel Ausspionieren, Sabotage oder irgendwelche besonderen Kenntnisse, die den Besitzern weiterhelfen, zum Beispiel wenn man viel über Technik weiß. Diese Individuen kosteten normalerweise zwischen 5000 bis 10.000 Credits. Kommen wir nun zur relativ bekannten Klasse 1, welche vor allem durch die Originaltrilogie bekannt ist und oft von Hutten beansprucht wurde, zum Beispiel von Jabba. Diese Sklaven, normalerweise eher Sklavinnen, waren vor allem für die Unterhaltung ihrer Herren da und da kommt es natürlich darauf an, wer dein Besitzer ist, aber wenn du einen Hutten als Besitzer hattest, dann ist das normalerweise nicht viel besser als in der Klasse zu sein, denn du musstest halt alle möglichen Bedürfnisse deines Besitzers erfüllen und ja, in dieser Klasse auch sexuelle. Ich meine, stell dir einfach mal vor, du bist eine hübsche Twi'lek und du musst einen Hutten ständig befriedigen. Ach, wie schön, was ein Traumjob! Von 14.000 bis zu 30.000 Credits hat so ein einzelner Sklave bzw. Sklavin gekostet. Tja, wenn ich so an meinen SWTOR-Kontostand zurückdenke, hätte ich mir ein ganzes Sklaven-Imperium aufbauen können. Smoke weed every day. Was ein krasser Gangster, Leute. Da müsst ihr echt schon aufpassen, der ist echt gefährlich. Aber wodurch waren diese Preisschwankungen von zum Beispiel der ersten Klasse bedingt? Naja, Twi'leks waren jetzt keine seltene Sklavenklasse, da haben Togrutas zum Beispiel mehr gekostet, da sie halt seltener waren. Außerdem war der Preis auch von der Schönheit der Sklavin abhängig. Da frage ich mich nur, wie beurteilt man denn eine Sklavin genau nach ihrer Schönheit? Da wären sich der Käufer und der Verkäufer, denke ich, nie einig. Naja, aber so ein Rating gibt es ja auch in unserer heutigen Gesellschaft überall. Aber auch in der vierten Klasse hat man ab und zu auch deutlich mehr Knete hingeblättert, wenn zum Beispiel der Wookie oder sonst ein passendes Individuum einer Spezies zum Beispiel ein besonders guter Gladiator war. Yo Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wärt ihr lieber ein Klasse 4 Sklave, der hart schuften muss, den ganzen Tag ohne richtiges Essen und somit, sofern ihr nicht flüchtet, irgendwann krepiert, oder lieber ein Klasse 1 Sklave eines Hutten, bedenkt, dass oft beide Sklavenklassen Chips hatten, die explodieren würden, wenn ihr euch zu weit entfernt. Irgendwie kann man die vielleicht auch entfernen. Ich wüsste jetzt spontan nicht wie, aber womöglich geht das. Schreibt mal in die Kommentare. Ansonsten habe ich euch in der Beschreibung ein Jabba-Kostüm und alternativ ein Leia-Sklavenkostüm für die etwas älteren weiblichen Zuschauer, also ca. 0%, verlinkt. Wenn ihr mich supporten wollt, braucht ihr es natürlich nicht zu kaufen. Es reicht schon, wenn ihr eure eigenen Einkäufe bei Amazon über meinen Link macht, kostet euch auch genau 0 Cent mehr. Ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.